Ich begrüße euch wieder recht herzlich bei Mimi und Wissi. Heute lege ich mit euch Fleisch ein. Also ich lege das nicht ein, ich koche das in Gläser ein. Und dafür habe ich jetzt hier 1,5 Kilo von dem Schweinenacken. Dafür habe ich das Fleisch jetzt in so große Würfel geschnitten und würze es jetzt kräftig. Soll ja ein wenig einen Geschmack haben. Nimm Salz, Pfeffer. Ich mag gern Kümmel, deswegen gebe ich da jetzt einen ganzen Kümmel mit rein und ein bisschen gemahlenen Kümmel. So, und jetzt wird das Ganze einmassiert und dann in den Gläsern abgefüllt. Ihr könnt natürlich auch Knoblauch noch mit dazu geben. Wer Paprika-Freund ist, der gibt dann Paprika dazu, aber ich mache das jetzt nicht. So, jetzt fülle ich das in die Gläser, drücke das gut an. Das ungefähr dann doch so dreiviertel voll ist und fülle jetzt da meine Gläser erstmal voll. Jetzt gebe ich in jedem Glas so einen Teelöffel Wasser dazu. Verschließe meine Gläser wieder gut. Und dann stelle ich die in meinen Einwegtopf hinein. So. Die stehen jetzt so im Topf, dass sie nicht aneinander anstoßen. Und jetzt fülle ich die mit Wasser auf. So, das Wasser ist jetzt drin. Jetzt stelle ich noch die Grad und die Zeit ein. Ich habe jetzt 100 Grad eingestellt und 105 Minuten. Jawohl, und das ist die ganze Kunst. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Bis bald, eure Mimi und Wessi. Tschüss.